breit investieren und breit streuen, das ist bekanntermaßen eine der wichtigsten Börsenregeln überhaupt. Doch es fällt oft schwer, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen. Wir haben deshalb das heimische Börsenparkett verlassen und sind nach Amerika geflogen. Wir stehen hier in New York am Times Square mit Hagen Starnigel. Er ist Geschäftsleiter Vertrieb der AS Finance AG. Schön, dass Sie da sind, in New York, mitten im Leben sozusagen. Welche Eindrücke und Anregungen haben Sie denn jetzt hier schon vor Ort aufgesaugt und mitgenommen? Ja, der Ami würde wahrscheinlich sagen, Trouble. Ja, also man spürt schon hier eine andere Atmosphäre. Natürlich ist es immer so, wenn man ins Ausland kommt, von Deutschland heraus, man hat das Gefühl, Krise gibt es hier nicht. Es ist ein Wuling, es ist ein Geschäftstreiben. Und da merkt man schon, oder denkt man nicht so richtig, dass hier die Krise irgendwie vorhanden ist. Inflation ist allerdings da, es ist teuer geworden, auch für uns Europäer. Wie nehmen Sie das wahr von der Preisentwicklung her? Ich nehme das ziemlich stark wahr. Egal, was man sich hier gerade jetzt kaufen möchte, also ein Bier, ein Bagel oder ein Hotdog. Vor ein, zwei Jahren war das natürlich für uns billiger. Aber jetzt ist es ja quasi der Dollar teurer als der Euro. Und war schon erstaunt, wenn man jetzt 1:1 umrechnet, dann hat die Inflation, glaube ich, einen Steigerungswert von mehr als 10% gefühlt. In jedem Fall. Und der Euro ist in der Tat deutlich schwächer geworden, glaube ich, um die 18% auf Jahressicht verloren. Wie interpretieren Sie diese Entwicklung? Ist der Dollar so stark, damit auch die Amerikaner, oder ist der Euro so schwach? Vielleicht von beidem etwas. Ich würde aber immer zuerst auf die Stärke gehen. Die amerikanische Wirtschaft ist regelgerecht stärker. Sie haben vielleicht mit innenpolitischen Themen zu tun, aber sie sind sich, was die Währung angeht, was die Wirtschaftskraft angeht und was vor allem die Fed angeht, ziemlich einig und sind auch stark. Dann können sie natürlich von ihren eigenen Energieressourcen leben und sind nicht von irgendwelchen anderen Sachen abhängig. So. Und jetzt kommen wir zu der Schwäche, weil ich sagte, wahrscheinlich beides. Europa, die EU hat wahrscheinlich mit dieser Staatenzweisamkeit zu tun. Also wir können nicht so handeln wie die Fed, weil wir müssen immer schauen, wie ist die innenpolitische Lage in den einzelnen Ländern etc. Und deswegen glaube ich, ist zum einen die Stärke des Dollars, also auch der amerikanischen Wirtschaft, und zum anderen die Schwäche in den Handlungsweisen der EU und der EZB. Welche Kriterien sind Ihnen grundsätzlich wichtig, Herr Starnigel, wenn es um den Megamarkt USA geht, um in diesen Börsenmarkt zu investieren? Worauf achten Sie? Also wir achten natürlich erst einmal auf Unternehmen, die es schon mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte gibt, die ein Unternehmertum haben, was eigentlich immer durch jede Krise gehen kann und gehen konnte. Und die natürlich, wenn es noch gut läuft, eine gute Dividende ausschütten. Damit man also in solchen Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, bei den Kursrückgängen zumindest eine gesicherte, starke Dividende hat. Und das macht die amerikanische Wirtschaft und amerikanische Unternehmen aus, dass eben diese Dividenden seit Jahrzehnten, egal was passiert, weitergezahlt werden. Abschließend, wo sehen Sie jetzt mit Blick auf die kommenden 12 Monate die größten Chancen für die US-Wirtschaft und wo lauern die größten Risiken? Die größten Chancen sehe ich derzeit in den Technologiewerten. Die sind natürlich stark gebeutelt worden, haben aber eigentlich von ihrer Kraft und von ihrem Unternehmertum ja nichts verloren. Ja? Sie sind einfach nur noch nach unten mitgerissen worden durch die Zinserhöhung, weil man ja im Allgemeinen sagt, dass Unternehmen, die noch nicht so kapitalkräftig sind, sich am Markt finanzieren müssen und durch die hohen Zinsen quasi belastet werden. Deswegen sehe ich im Technologiewertmarkt große, große Chancen. Man muss natürlich dort auch wieder, und jetzt kommen wir zu den Risiken, differenzieren. Da gibt es natürlich auch Unternehmen, die noch nicht auf einer breiten Eigenkapitalstruktur stehen. Dort muss man da genau hingucken, dort lauern Risiken. Und vor allen Dingen auch, wenn man jetzt zum Beispiel so Biotech-Unternehmen nimmt oder die Biotech-Branche, das Healthcare-Thema, würde ich sagen, ist schon eher mit Risiko verbunden. Aber noch mal zu den Stärken, auf alle Fälle immer in gute langjährige oder Werte investieren, die seit Jahrzehnten Dividende ausschütten, ohne Namen zu nennen, kann man kaum etwas verkehrt machen. Für denjenigen, der langfristig investiert, in jedem Falle. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg hier. Viele Gespräche stehen an mit Fondsmanagern in New York. Herr Starnigel, danke fürs Gespräch und erfolgreiche Zeit hier. Ich freue mich und danke ebenso.